Hallo, ich stehe mit Thorsten Schweiger, Kollege aus Sachsen-Anhalt. Du bist im Bauausschuss tätig, beschäftigst dich da mit dem Baugesetzbuch, mit der Novelle und auch mit dem Paragraphen 13b. Da geht es ja, wenn man so will, im weiteren Sinne um Schaffung von Bauland. Wichtige Frage, gerade im ländlichen Bereich. Der 13b wird aber auch von vielen Umweltverbänden kritisiert. Worum geht es da genau? Ja genau, du hast es gerade gesagt, Marc. Also vielen Dank zunächst. Die BauGB-Novelle wird ja auch das Baulandmobilisierungsgesetz genannt. Also wir wollen damit Bauland schaffen, weil ja gerade die größeren Städte natürlich unter Wohnungsnot, unter Platznot klagen. Und es geht darum, einfach mehr Wohnungen zu bauen. Und der 13b, das ist ein besonderer Paragraph im Baugesetzbuch, der jetzt gilt und der möglicherweise verlängert werden soll. Und da geht es also darum, dass für kleine Bebauungspläne, die wir da so haben, also zwischen 10.000 und 20.000 Quadratmeter, dass wir da vereinfachte Verfahren gewählt haben. Also vereinfachte Umweltprüfungen, die es da gibt. Und das ärgert natürlich manchmal auch die Umweltverbände, die hier also sagen, komm, wir befürchten, dass da Schindluder getrieben wird oder dass der Flächenverbrauch möglicherweise zu groß ist. Aus unserer Sicht ist das in der Realität überhaupt nicht so, sondern da werden keine großen Areale bebaut, sondern es geht im Wesentlichen um kleine Abrundungen am Rande der Städte. Und gerade für den ländlichen Raum ist das auch manchmal ganz, ganz wichtig, weil da geht es nämlich um die 2, 3 Einfamilienhäuser, die da noch hin können, um gerade auch jungen Familien die Möglichkeit zu geben, dort heimisch zu werden. Also lasst ihr die Umwelt nicht aus dem Blick, nehmt aber, ich sag mal, die Baulandfrage in den Blick. Genau so ist es. Also vereinfachte Umweltprüfung heißt nicht, dass wir gar keine machen, sondern wir gucken uns tatsächlich an, gibt es da außergewöhnliche Dinge, die wir beachten müssen, oder ist das tatsächlich so ein kleines Randgebiet, zum Beispiel schon an der Ecke eines bestehenden Wohngebietes, wo wir tatsächlich eine Beschleunigung erreichen können und nicht also mit einer großen Umweltprüfung und so daherkommen müssen. Und die großen klassischen Baugebiete, Neubaugebiete sind davon also nicht betroffen. Das heißt, da läuft dann alles in Sachen Prüfung, auch Umweltverträglichkeitsprüfung ganz normal. Genau so ist es. Also bei den großen Baugebieten läuft das ganz normal. Das sind ja auch oftmals mehr als diese 10.000 Quadratmeter, die ich gerade genannt habe. Wenn jeder mal so im Kopf rechnet, vielleicht bei einer Grundstücksgröße von 800 bis 1000 Quadratmeter, da geht es also Maximum um vielleicht 10 Häuser oder sowas. Also nicht um Riesengebiete, die dafür sozusagen in Frage kommen. Naja, und der wesentliche Punkt ist natürlich, dass das Baugesetz natürlich nicht nur diesen 13b zum Inhalt hat, sondern da reden wir auch noch über ganz andere Dinge. Baugebot ist im Moment in großer Diskussion. Das Umwandlungsverbot ist in großer Diskussion. Und so müssen wir einfach schauen, dass wir da ein Paket schnüren, um unserem Ziel, mehr Wohnungen, mehr Platz, mehr Bauen zu ermöglichen, auch gerecht zu werden. Wie ist der Fahrplan? Wie sieht es aus mit dem Gesetzgebungsvorhaben? Wann wollt ihr fertig sein? Ja, im Moment sind wir in der Schlussabstimmung. Also wir wollen im Januar, wenn es geht, mit der ersten Lesung starten. Noch haben wir ein paar Hürden zu überspringen. Gerade der Bundesrat, der muss ja beteiligt werden, weil die Länder die Baugesetze umsetzen müssen. Da hat sozusagen der Ausschuss getagt und der hat sich in einigen Stellen nicht besonders gut über die Dinge da geäußert. Da geht es also um Ablehnungen, die wir gerade zu den eigentumsrechtlichen Eingriffen haben. Und das müssen wir jetzt natürlich mit unserem Koalitionspartner der SPD noch ein Stückchen bereden und müssen gucken, ob wir da noch eine gemeinsame Lösung hinkriegen. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das tatsächlich auch noch in dieser Legislatur machbar machen. Und das würde dann bedeuten, erste Lesung im Januar, zweite, dritte vielleicht im Februar, März und so weiter, sodass es dann zum neuen Jahr dann letztendlich Ende 21, Anfang 22 in Kraft treten könnte. Lieber Thorsten, danke für die Hintergründe und gute Nerven beim Beratungsprozess. Vielen Dank.